Gleich ist es vorbei hier mit lustig. Okay. Ja, da haben wir genug. 22 Uhr. Es wird lustig. Geschmiedeten Eisen, ne? Das ist gut. Das ergibt Papier, sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Oh. Munition versteckt. Noch eine Achter. Sehr gut, nehmen wir mit. Wenn wir irgendeine Waffe doppelt haben, können wir die dann motten damit und dann schön teuer verkaufen. Level up. Level 32, 3 Fertigkeitspunkte. Das müsste, glaube ich, auch noch so bei mir sein, ne? Ja. So. Einsam können wir schon mal machen. Das denn, ey? Sehr schön, Stufe 4 sogar. Brauche ich 3? Boah. Und ich höre schon wieder einen Zombie, ne? Draußen. Wie soll ich da rumkruscheln? Die Farbe kann raus. Ne, Quatsch. So. Verändern. 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 So. Haben wir die erstmal umgemuschelt. Halleluja. So, 149. 264 geben wir. Sehr schön. So. Jetzt können wir sie rauslassen. Okay. Stufe 3 Hammer. Echt viel geschmiedetes Eisen raus, ne? Das ist der Wahnsinn. Naja, bleib ruhig da draußen. Keiner will was von dir. Bin gerade so angespannt, weil ich weiß, dass noch diese Riesensau kommt. Und wir haben es jetzt mittlerweile 22:50 Uhr.
Okay. Das war's. Hier ging's ja nicht weiter, ne? Die Steine könnte man abbauen. Machen hier noch Logi-Logi. Dann geht's hier weiter. Aber alles schon tote Zombies, ne? Ja, ja, das ist die Spur zur großen Sau. Was soll ich dazu sagen noch? Großartig. Lass mich wieder durch. Dann sieht man schön Munitionskiste. So rankommen, jawohl. Ich glaube, der hat sich gerade selber umgebracht. Es geht weiter. Das ist, glaube ich, oben, ne? Kann echt nicht irgendwas jetzt großartig wieder zerstören hier. Machst du das weg? Jetzt sind wir da oben, geht mir echt auf den Sack. Ja, komm her jetzt auch noch mit Mama oder was? Türe zu. Quetsch sie ein. Mach sie platt. Weiter geht's. Ne, halt. Erstmal nachladen. Mittlerweile haben wir wieder gut Munition dabei, ne? Das klappt mal. Das hört mir jetzt auf hier mit den Klamotten. Also du jetzt gönnen, was du jetzt bis jetzt erlebt hast, darfst auch mal einen Smoothie trinken, ne? Sind das wieder hier diese Felder? In der Tat, ne? Ja, die Zeit nehmen wir uns noch. Da haben wir heute wieder eine extreme Überlänge. Das ist ja schon fast Stufe 5 Gebäude. Also ich denke mal, das wird so ein Stufe 4 Gebäude sein. Denk mal, das wird man so vielleicht noch vom Händler auch mal kriegen. Dann machen wir das nochmal natürlich. Spaß macht's ja. Jetzt wissen wir auch, was uns hier erwartet. Rennen wir ja blind links rein einfach. Hallo? Ich möchte dich looten. Wo ist deine Hitbox da oben? So, weg wieder mit. Zement nehmen wir mit. Wie gesagt, die große Wildsau kommt noch. Was ist das denn? Zement kann ich nicht mehr aufnehmen? Dann hau das Gras raus. Zement ist wichtiger. Okay. Ja, wir sind randvoll, ne? Moped ist auch voll. Moped ist auch voll. Das nehmen wir sehr gerne. Wo ist es? Da. Reparaturkit haben wir noch. Aber es hält noch ein bisschen. Dafür sollte es reichen. So. Okay, ist nix.
glaube, gleich ist es soweit, ne? Ach ja, die Kerze raus, ey. So. Was wir hier für ein Baumatz rausholen, ist ja... ist ja nicht mehr normal. Solche Dinger, ne? Okay. Ich will hier hoch. Danke. Fleischwolf soll das darstellen, ne? Aber das nehmen wir ja auch noch mit. Boden, Benidrat. So viel Zeit muss sein. Wenn, dann richtig, ne? Und dann geht's da bestimmt zur, zur großen Sau, ey. Boah, wenn die Musik so schlagartig aufhört, ne? Kein gutes Zeichen. Eigentlich. Durch. Und bis jetzt haben wir gut überlebt. Aber die größte Sau kommt ja noch von allen, ne? So. Reparatur haben wir diesmal mit. Oh, kriegst du ordentlich raus, ne? Gut, pass auf. So, Stufe 4 ist erstmal im Einsatz. Was machst du eigentlich? Blockschaden 53. 45. Natürlich ein Tausender. Wen willst du verarschen? Nee. Okay, irgendwo haben wir wieder einen Zombie getriggert. Die Tür eigentlich oben zugemacht? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Kümmern wir uns kurz drum. Zu essen. Und zu essen. Das klingt immer böser, ne? Komm, Big Mama. Karala auch noch, ne? Kannst du scrappen? Oh, oh, das möchte man mitnehmen. Scrappen. Und eine Pistole. Die würde ich zerlegen. Ach, ich wollte die Stühle auch mal mitnehmen für die Base. Und das raus. Ja, das mit. So. Jetzt habe ich das Wasser hier unten. So wurde das aber nicht geplant, ne? Okay, dann scrap das.
Dann kannst du wieder hoch und dich nehmen wir mit. So, los jetzt. Das geht schon wieder viel zu lange hier, die Wolke. Jetzt geht's unterirdisch. Jetzt geht's zur Riesensau. Könnte man hier einbrechen? Nee, ne? Doch, könnte man, alles klar. Konnte man. Rucksack möchte ich trotzdem checken. Guck's dir an. 55, 55, 105. Dann trinkst du den. Nehmen wir die Schuhe mit. Die haben wir ja schon, ne? Nein, haben wir nicht. Okay, die müssen wir uns merken, müssen wir umziehen. Jetzt haben wir keinen Platz dafür. Oh ja. Da liegen so einige. Ja. Da sind schon Matratzen zum Weichlanden. Ich will hier nicht runter. Wo ist die Sau? Pass auf, wir machen das anders. So, da ist er. Wir haben sie geweckt, jawohl. Ziel ist erreicht. Das hier mal wegkriegen. Guckt euch an, dieses Riesenvieh, ey. Jetzt liegt da unten alles, ne? Hier hat uns so platt gemacht, da unten. Jetzt können wir sie platt machen. Halt, Momentos! Let's go! Ja, ist doch wieder falsch, ne? Man müsse erst anzünden. Eigentlich Schaden anrichten, oder? Was er alles aushält, ey. Oh. Das war ein Kopfschuss. Na komm. Mal gucken, ob sie brennen kann. Oh, jetzt hat sie sich durchgepresst. Ja, sie hat Schmerzen. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja, bleib ruhig. So. Gut, wo ist er? Jetzt. Ich will hier nicht runter. Die macht uns kaputt. Da ist er. Ich hab dich gesehen. Ja, die macht uns fertig, ey, da unten. Da ist er. Ja. Munition alle.
Block zu erwischen, ne? Ja, sie hat den Block erwischt. Sie hat den Block erwischt! Gönn dir. Wir haben es überlebt. 2.45 Uhr und die wilde Sau ist erledigt. Und 100 Fleisch. Und es gibt richtiges Fleisch. Die sah eher verseucht aus. Aber wir haben es überlebt. Halleluja. Wir haben es geschafft. Ja, so trockenes Fleisch nehmen wir natürlich noch mit. Da hätten wir looten können. Oh, der Tee ist richtig gut. So. Oh mein Gott. Aber haben wir vorher bestimmt ganz gut runtergehittet. Aber die hat uns echt schnell die Energie runtergezogen, ne? So. Gibt bestimmt auch noch sowas wie ein Hauptloot, oder? Hatten wir jetzt richtig einen Hauptloot hier? Nee, ne? Ja, jetzt habt ihr nicht die Hose mit, du, ich sag's dir. Halleluja. Ging's da unten noch weiter? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Geht's nur hier hin, ne? Hier ist nichts, okay. Ich nehme mal einen Kaffee. Für die Arbeit. Guck mal hier. Gut getarnt. Die Schweine. Das und nachladen. Was für ein Riesenwildschwein. Fackeln würde ich mitnehmen. Brauchen wir für die Mine. Hier ist der Hauptblut. Dreiviertel Stunde noch, dann ist der nächste Tag angebrochen. So, dann gucken wir mal, ne? Das ist jetzt nicht so dicke. Wirklich ein Stiff Tool. Vielleicht ein Messbecher? Leider nicht, aber was anderes Gutes. So. Jetzt müssen wir echt gucken, ne? Rausnehmen. Das würde ich mitnehmen. War das gerade eine Schreierin da draußen? Dann scrapst du das mal. Dann nehmen wir das mit. Nehmen wir mit. Ist auch wieder was für den Händler. 105. Fernkampfschaden, das hätten wir mal gebraucht. Ja. Gerade beim Schwein, ey. Das Rezept, das würde ich ungern jetzt essen wollen. Die kloppen sich da oben irgendwo durch. Ja, scrap jetzt das. Dann hast du das. Scrap jetzt das. Bevor wir hier lange ewig durchsuchen. Achso. Waffentasche. Munition, das ist ja gut. Noch eine Shotgun-Messiah-Kiste. Drei Bolzen.
Und last but not least Kiste, ne? Muni, Machete 1. Haben wir jetzt, glaube ich, keine Teile, ne? Können wir also zerlegen. Das können wir mitnehmen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Aber wir haben nicht wirklich Komponenten, die wir jetzt noch zerlegen könnten. Holz haben wir gut gesammelt. Das würde ich natürlich jetzt auch nicht entfernen wollen. Ba-da-da-da. Das raus. Maismehl würde ich gerne aufheben wollen. 44. Siebenundsiebzig. Das müssen wir noch wechseln. Hast du das raus? Kannst du erst querben hier? Ja, hau die Fackeln raus. ...97 habe ich immer auch noch auf. Warte mal, wir haben doch... Haben wir nicht Kleber? Rezepte. Klebeband. Dann macht das. Dann geben wir nämlich hier noch einen Platz frei. Dann können wir das nämlich reinhauen und haben wieder ein bisschen Klebeband. Sehr schön. Fackeln würde ich natürlich sehr gerne aufheben, aber wir haben absolut keinen Platz mehr. Wir sind randvoll. Und haben nicht wirklich Sachen. Das kriegen wir gleich mal. Nicht, dass ich das noch vor lauter Angst verkaufe. 4 Uhr am Morgen, wir haben es überlebt, die Nacht. Das erste Mal, dass wir draußen waren. So richtig, komplett. Die ganze Nacht. Ja. Das Einzige, was wir noch machen können, aber das ist bestimmt gedespawnt. Beziehungsweise, wartet mal. Machen wir den Sand hier rein. Ja, jetzt ist schon gedespawnt. Okay, dann hat sich das erledigt. Sehr schön. Dann raus hier aus der Butz. Genau, und dann kommen wir nämlich da oben. Ah. Waren nicht alle aus diesem Stahl. Ja, 300. Und jetzt kommen wir genau beim Käfig raus, ne? Sehr schön. Hallöchen. Bitte bleiben Sie ruhig. Bitte bleiben Sie ruhig. Immer schön den Sicherheitsabstand einhalten. Nehme ich sehr gerne. Dankeschön. Komme ich jetzt hier raus? Immer noch nicht. So. Sieht genauso aus wie das andere, ne? Nur das... Ach, es waren alle 300. Ach, der innere Zirkel ist nur 300. Nö, der auch nicht. Okay, keine Ahnung, worauf wir geklopft haben. Und hier kommen wir wieder raus, ne? So, unser Bike steht da vorne. Es reicht. Nervenflattern zu Genüge. Gut, ich würde sagen, ich sammle das hier noch rein. So. Dann düse ich das mal nach Hause. Bisschen entlernen und dann sehen wir uns beim Händler, denn wir haben Tag 19. Neue Angebot beim Händler gibt es. Dementsprechend werden wir dann morgen in der neuen Folge eine kleine Händlerrunde machen. In dem Sinne war das aber erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die in Staffel 4 mit der Riesensau und dem Supermais. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.